Moin Moin, guten Tag und Hallole. Ich grüße euch, ihr Steinmetze. Ja, wir mussten auch hier noch ein paar Steine umarbeiten für unsere heutige Aufgabe. Und ja, wie ihr sehen könnt, es geht kräftig weiter hier im Lager. Also, ja, jeder Flügel hat dann jetzt noch seine Gerüste bekommen und ich arbeite da fleißig weiter, dass wir da auch bald unser Lager in Betrieb nehmen können. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere heutige Aufgabe. Wir hatten ja beim letzten Mal die Handelsstation gemacht und da hatte ich schon angedeutet, dass ich noch eine Idee habe für eine zweite Handelsstation. Die hatte ich jetzt einfach mal hier so markiert, dass wir ja die Wände irgendwie haben von der Handelsstation und da dazwischen könnten wir ja jeweils einen Dorfbewohner reinpacken zum Handeln. Und da ist noch ein wandernder Händler. Wir bräuchten glaube ich nichts von ihm, aber können trotzdem gucken, was er so im Angebot hat. Und ja, im Endeffekt nichts Neues oder nichts, was wir nicht selber in größere Anzahl irgendwie machen könnten oder so. Also, ja, nichts Neues für uns dabei. Ja, ich habe nicht nur das vorgezeichnet von der Handelsstation, sondern auch noch hier etwas vorgezeichnet für ein weiteres Wohnhaus für unsere Dorfbewohner. Denn, ja, es gibt hier noch mehrere, die einfach nur draußen im Freien schlafen und das muss ja nicht unbedingt sein. Und wir haben ja auch ein ja, Indoor-Bett in diesem Sinne. Also von dem her, warum sollten unsere Dorfbewohner ja, unter freiem Himmel schlafen müssen? Da müssen wir dann noch schauen, wie wir das dann irgendwie umgemünzt bekommen, mit den Betten rein platzieren und so weiter. Aber ja, gut, da ist jetzt uns einer noch rein entwischt. Der hat jetzt das Bett als seines dann angenommen, aber da wird er nicht mehr rankommen. Ganz einfach. Ja, da oben seht ihr die Handelsstation, also die jetzt schon fertig gebaute. Ich habe da jetzt noch überall blauen Teppich oben drauf packen müssen, weil da ist mir auch ein Eisengolem gespawnt und ja, das war dann doch ein bisschen unpassend, aber naja, was soll's. So, ich habe hier ein, ja, im Endeffekt nur die vier Ecken markiert. Entschuldigung, ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit der Stimme. Und ja, ich habe mir gedacht, hier könnten wir mal eine neue Art von Gebäude vielleicht reinsetzen. Und zwar, dass wir das dann ja, recht quadratisch machen. Und dass wir in die Mitte von der Wand dann eine Tür dann reinsetzen. Wir könnten sogar an zwei, drei Seiten vielleicht Türen reinsetzen. Und jetzt kommt halt eben das ganz Besondere oder in meinen Augen Besondere. Ich möchte da keine klassischen Etagen reinbauen, sondern ich würde gerne das Haus von der Grundfläche her vierteln und dann ein Viertel ist dann eine Ebene und dann geht es zwei Stufen höher. Und dann gibt es die nächste Ebene, also wieder das nächste Viertel. Und so arbeiten wir uns hoch, dass wir dann eben drei, vier Etagen haben, je nachdem wie hoch bzw. tief wir das Gebäude jetzt dann eben noch bauen werden. Hier war ich dann noch am Abzählen, weil ich mir nicht ganz sicher war, wo war jetzt die Mitte. Und ich glaube, ich hatte mich da sogar irgendwie um eine Ziffer irgendwie vertan, so dass es nicht exakt in der Mitte ist und das wäre natürlich ein bisschen arg unpassend, weil wenn wir das mit diesen Vierteln machen wollen, dann brauchen wir ja eine exakt quadratische Grundfläche. Ja, da bin ich noch am Zählen. Ja, wir sind hier in der Nachvertonung. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal extra sagen. Das ist wie bei der letzten Folge auch. Das Bildmaterial hatte ich aufgenommen, aber ja, meine Stimme war noch nicht so ganz ideal dafür geeignet, ein bisschen länger vor mich hin zu monologisieren. Deswegen musste ich das jetzt ja nachvertonen.
damit ihr ja eine relativ normale oder gewohnte Stimme von mir hört, weil ja die ganze Zeit dann eben Husten und Krächzen, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, da hatte ich mich doch um einen Block dann vertan. Und ich glaube, eine zweite Wand hatte ich mich auch um einen Block vertan. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Jo, da bin ich doch mal am Abzählen. Und es passt anscheinend. Oder auch doch nicht. Ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wenn ich da die Tür jetzt reinzimmer, dann könnte es wohl gut möglich sein, dass das doch passt. Von den Proportionen her. Ja, die Dorfbewohner, die rennen immer überall mit rein und dazwischen. Und ja, das ist ein bisschen nervig. Ich hätte das vielleicht ein bisschen besser absperren sollen. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Wie eigentlich fast jedes Mal. Aber naja, gut, okay. So, wir ziehen die Wand da entlang. Hey, also, na, dieser Frosch im Hals, der nervt heute aber ganz schön. Ja, zum Design her noch. Ich habe mir gedacht, wir machen dann in exakt der Mitte eine schmale Säule, also so eine Einsersäule mit Eichenstämmen. Und dann benutzen wir die Eichenbretter, um die dann als Boden dann zu verwenden für die einzelnen Ebenen. Und als Stufen habe ich mir dann gedacht, nehmen wir dann gerade diese schwarzen Treppenstufen, die ich vorhin erst noch gemacht hatte. Die waren eigentlich fürs Dach gedacht, beziehungsweise nur fürs Dach gedacht. Aber ich hatte mir gedacht, naja gut, okay, es könnte wohl von der Kombination her auch gut aussehen. Der graue Stein, die schwarzen Treppen und der hellbraune Boden. Also von dem her, ja, können wir dann mal schauen, wie es dann im Endresultat dann auf einen wirkt. So, hier habe ich dann den Baumstamm, den ich dann ja, jetzt wohl hoffentlich exakt in die Mitte platziert habe und dementsprechend da auch die Ebenen dran zu machen. Aber ja, wir sind da gerade eh noch ein bisschen am Hin und Her probieren, denn es fehlt doch noch die eine Wand, wie es aussieht. Ja, ich denke schon, weil alles andere würde ja keinen Sinn machen. Und ja, da wird es sicherlich auch eine interessante Art von Haus. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte vielleicht das letzte Wohnhaus sein, das wir dann bauen oder auch brauchen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, wir müssen das dann einfach entspannt angehen und dann gucken, was dabei rauskommt. Denn ich möchte halt eben schon gern, dass wir ein schönes Stadtbild haben und genügend Wohnhäuser, dass wirklich alle Dorfbewohner in Häusern schlafen können. Also das wäre dann das Idealste. Aber gut, da müssen wir ja auf später gucken oder achten. Ja, die untätigen Dorfbewohner gucken da einem immer gerne zu und stellen sich manchmal auch richtig blöd mitten in den Weg rein. Aber ja, das kennen wir ja auch. Eigentlich ist das ja nichts Neues. Ja, und jetzt fängt es mit Regnen an. Also ja, das Wetter ist auch recht unbeständig. Aber naja, gut, okay. Ist ja zum Glück nur virtueller Regen, da geht es noch. Ja. Hier muss erstmal noch die Erdschicht raus, denn ja, wir brauchen Platz für unser Zuhause und da ist es dann sehr von Vorteil, wenn, was wollte ich gerade sagen? Mist. Ah, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach, Leute, ich sag's euch, werdet nicht krank, dass euch
den Kopf auseinanderreißt. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie schon erwähnt habe oder noch erwähnen werde, aber nach über 2 Jahren hat es mich nun leider auch verwischt. Deswegen konnte ich auch keine Sprachaufzeichnungen machen, weil mit dem ganzen Husten und Röcheln und Schniefnase vom Corona, da kann man dann halt eben schlecht irgendwelche Videos aufnehmen. Und ich habe leider wohl noch als Nachwirkungen, dass ich mich immer noch nicht so ganz 100% konzentrieren kann. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Aber ja, probieren wir es einfach weiter hier im Text zu gehen. Dieses Haus hoffe ich dann wirklich, dass das dann das letzte ist, was wir dann brauchen werden für unsere Dorfbewohner, die jetzt hier wieder versuchen, irgendwie rauszukommen, rauszuhüpfen. Die haben da wohl das eine oder andere Problem. Ja, komm, hüpf, hüpf, springen. Okay, jetzt kommen sie da nicht raus, aber ja, gut, okay. Jetzt kommt ihr raus, hoffe ich. Wenn ihr euch nicht zu dusselig anstellt. Aber naja, gut, okay. Es sind ja unsere Dorfbewohner, die hier einen Wirkenschuss weg haben. Ja, wir müssen da noch die Erde rausnehmen. Das ist auch die Frage, weil ich habe euch ja den Plan schon erzählt, wie ich das Haus gerne bauen möchte. Und ja, da ist jetzt die Frage, wie gut lässt es sich umsetzen? Oder ja, wie sieht es dann vom Design her unterm Strich dann auch aus? Weil ja, das sind so die verschiedensten Sachen. Ich habe leider nicht das Schönbaugehen wie Melly's Secret oder Kick Sushi, aber gut, okay. Kriegen wir, glaube ich, auch noch früher oder später irgendwie hin, dass es gut aussieht. Und Vorteil bei Minecraft, man kann es immer wieder neu umändern, falls es nicht gefallen sollte. Also, falls ihr irgendwelche Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge habt, scheut euch nicht und schreibt es einfach in die Kommentare rein, weil, ja, ich komplett alleine kriegt es, glaube ich, dann nicht ganz so schön hin, weil ihr wisst es ja sicherlich, ich bin mehr so der Pragmatische. Hauptsache es funktioniert so nach dem Motto. Aber ja, gut, okay. Soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Wenigstens etwas, hoffentlich. Ja, ich versuche mir da auch immer wieder was Neues einfallen zu lassen, damit es auch passt, damit es abwechslungsreich ist, aber ja, ob das wirklich so stimmt mit der Abwechslung und so, das müsst ihr mir dann sagen. Weil, ich sehe ja nur die eine Sichtweise, also meine Sichtweise und nicht eure. Und ich möchte ja auch, dass es euch dann gefällt, was ich hier dann so fabriziere und baue. Tja, ich habe mir euch einfach mal dazu hinreißen lassen, könnte man fast sagen, da jetzt einfach den ersten Boden reinzuziehen. Erstmal markieren, ob es von der Höhe her passt, und dann muss man sich ja ausdenken oder sich Gedanken machen, wie setzt man das Ganze jetzt am besten um, damit es halt eben passt und funktioniert. Und ja, da spiele ich noch ein bisschen mit der Erde rum, wie es aussieht. Ach, Flo aus der Vergangenheit, das bringt doch nichts. Aber ja, das werdet ihr noch sehen. Es bringt überhaupt nichts, dass ich hier mit der Erde es halt eben auffülle. Weil da müssen ja noch die Steinwände runtergezogen werden, weil das sieht jetzt nicht gerade sehr, sagen wir mal, einladend aus, wenn wir da dann einfach nur Erdwände haben. Also ja, da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden, und es wird auf jeden Fall auch noch nachgebessert. Ja, beim Setzen der Halbstufen war ich so ein bisschen am Überlegen, so, wie rum machen wir jetzt das System und passt es dann auch, dass wir auch auf jeder Ebene die gleiche Fläche haben. Und ja, so wie es aussieht, habe ich da auch ein gutes und oder passendes Verhältnis nun entdeckt.
entdeckt. So, jetzt geht's ran an die Schwarzstufen. Die müssen halt eben natürlich auch gebaut werden, damit wir auch von den einzelnen Ebenen immer ja, weiter nach oben kommen. Ja, hallo, Video passiert, nein. Da würde dann die nächste Ebene reinkommen und ja, wie ihr seht, es geht dann schon ein gutes Stückchen hoch und das große Ziel vom Ganzen ist, dass wir wie so eine Art Spirale haben durch das gesamte Haus und ja, da auf den einzelnen Ebenen dann schauen, was wir dann entsprechend einrichten können. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Das wissen wir jetzt ja noch nicht, wie gut es aussieht und funktioniert und so weiter. Aber ja, gut, okay. Das ist ja, wie erwähnt, das kleinste Problem. Ja, ich hatte mir während dem Bauen auch schon Gedanken gemacht, wie könnte ich das dann am besten absichern. Klar, man könnte ein Geländer dran machen oder Mäuerchen oder. Aber ich frage mich, was wäre nun die beste Art, das dann zu abzusichern? Weil darauf hatte ich irgendwie ja nicht wirklich eine Idee. So, wir arbeiten uns dann Stück für Stück weiter. Ich werde da auf jeden Fall auch noch, ich weiß nicht, ganz ehrlich nicht mehr sicher, ob das in der Aufnahme mit dabei war oder nicht, aber wir werden auch auf der untersten Ebene alles mit Holzhalbstufen auskleiden, damit da dann auch kein Golem oder andere Viecher halt spawnen können und damit es auch schön einheitlich aussieht mit den anderen Ebenen. So, da sind wir jetzt auf der obersten Ebene angekommen. Ich war mir da nicht so ganz sicher, zwecks den Türen und so weiter, wie wir die am besten platzieren wollen. Ich wollte sie auf jeden Fall in der Mitte haben, aber wie wir sie von der Höhe platzieren, das wäre dann noch eine sehr interessante, spannende Aufgabe. Ja, wir haben jetzt den Schritt nach oben, den Schritt nach unten gewagt. Jetzt müssten wir dann nur noch ein bisschen weiter nach unten, weil ansonsten hätten wir ja verschwendete Wohnraumfläche und das muss ja eben auch nicht sein. Genau, da kommen wieder die schwarzen Stufen zum Einsatz und man sieht, heieiei, da muss ich noch ein bisschen was abbauen. Aber gut, okay, wir haben ja eine gute Spitzhacke dabei. Und, Entschuldigung. Und ich glaube, denke, hoffe auch genügend Platz im Inventar. Ja. Ansonsten können wir ja die 2-3 Schritte rüberlaufen und es dann entweder in die Feuergrube reinschmeißen oder gleich direkt unten ransetzen an die Station, die das Ganze halt eben ausspuckt. Also bis nach dem Skelett, wollte ich gerade eben sagen, wie komme ich jetzt da drauf? Nach der Feuergrube, genau. Ja, mein Kopf ist nicht gerade der beste, aber wir haben es ja fast geschafft mit der Aufnahme her. Und ja, kriegen wir alles hin. Gemeinsam sind wir stark, ne? Ja, ich habe da noch eine extra Ebene runterhauen müssen, weil ansonsten hätte das nicht gepasst mit den Treppenstufen bzw. so allgemein vom Platzverbrauch her. Aber ja, wie ich vorhin schon sagte, das ist der Vorteil an Minecraft, man kann die ganze Zeit immer alles abändern, damit es irgendwann einmal unterm Strich auch passt. Jo, wie ging es da jetzt weiter? Ich bin da gerade echt im Überlegen. Ich glaube, ich habe dann einfach mal die Treppen weiter dran gesetzt. Ach so, nee, mein Inventar war voll. Ja. Genau. Und da sieht man das, was ich ja vorhin gemeint habe, mit an die Station rangehen, weil alles, was wir da reinwerfen, geht ja direkt ins Lager rein, also wird da reingespült und
Somit können wir wieder Platz schaffen in unserem Inventar. Ja, ich glaube, so wie es aussieht, passiert da heute nicht mehr so viel bei diesem Haus. Aber wer sagte es denn, dass wir das auch jetzt in dieser einen Folge fertiggestellt bekommen? Ich glaube, das funktioniert nicht so leicht. Aber ja, gut, okay. Man kann ja alles irgendwie hinbekommen. So. Und mit diesen Worten, gute Nacht, habt einen schönen Tag, macht das Beste draus. Ciao, ciao.